Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten unsere Möchtegern-Soldaten, der Enno. Hallo. Der Wanwa. Hallo. Und Dina Wuka. Hallo. Ja, und wir wollen heute eine der Special-Missionen machen, die es hier in diesem, ja, was auch immer gibt. Und wir versuchen es mal in RP, mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann nicht. Also, ja. In diesem Sinne, ich übergebe an unsere Chefin. Du hast das Wort. Ja, ich würde sagen, wir gehen von hier zu Fuß weiter. Ja, und was ist unsere Mission? Eine unerwartete Wendung. Wir haben die Neuigkeit bekommen, dass eine Frau sehr komische Dinge gesehen hat und da sollen wir mal nachprüfen, was da los ist. Okay. Also ich mag ja Wälder und Büsche, aber Dschungel mag ich nicht. Stell dich nicht so an. Es ist so dunkel hier. Es kann zwar hinter jeder Ecke was sein, aber das heißt einfach, dass ich mehr Arbeit habe. Ja, ist das sehe ich halt meinen Arbeitsplatz. Haben Toll. Wir nicht mit dir mehr Arbeit? Ich will ja auch eure Arbeitsplätze sichern, Soldaten. Mhm. Ach, nee, jetzt wird mein Hemd nass. Ich dachte es mir auch gerade. Hier, Chefchen, ne? Also du machst gleich meine Waffe sauber, sonst funktioniert das nicht. Links von uns feindliche Soldaten. Fünf Stück, relativ leicht, rechts alle von uns erledigbar. Auch. Ich schwimme, tschüss. Schaffen wir es leise rüber zu schwimmen? Einfach rüberpaddeln. Ich sehe schon, keiner weiß, wie man leise schwimmt. Ja doch. Boom! Ah, ich hab da nur irgendwas in meinem Mikro gehört, in meinem Kopf gehört da. Ganz ehrlich. War zu viel Wasser. Ja. Ja. Und hier ist noch ein kleines Stückchen weiter. Oh, der hier wird. Ist eine kleine Lichtung, wie ich sehe. Was war das denn gerade für ein schwarzer Schatten? Oh, jetzt geht's schon los. Ich hab nichts gesehen. Also ich schon. Irgendjemand ist hier. Ich hab Angst. Ihr seid das. Wer hat denn Angst im Dunkeln? Wo ist denn unser Scharfschütze? Ja, also. Genau. Ihr habt einen Scharfschützen allein gelassen. Tag. Tag. Für die Ausübung meines Jobs brauche ich eure steten Positionen als Updates. Ich bin halt rübergepaddelt. Auf einmal wart ihr weg. Noch geht's los im Entenmarsch hier. Noch brauchen wir nicht aussperren. Okay. Links zu rechts, links zu rechts. Theoretisch müsste hier irgendwo eine Straße sein. Ja, links von uns. Ja, ja. Nicht zu übersehen. Und da vorne sieht's wieder ein bisschen nach Zivilisation aus. Ah, Freunde! Ich glaube, hier irgendwo sollte es sein, vor der Brücke. Ah, noch ein kleines Stück. Was hat denn dein Kontakt gesagt, wo er wartet? Ja, vor der Brücke hier, also nicht über die Brücke, die vor uns ist. Noch auf dieser Seite. Melde links ein Container und Sachen an der Straße. Ja, da kommt auch ein Auto. Wie soll das? Anhalten! Identifikationskontrolle! Wer sind Sie? Ah. Gehen Sie weiter. Ich höre jemanden heulen. Ja, ich höre auch jemanden weinen. Hier im Gebüsch, oder? Der Regen ist so laut, da wird nicht viel. Ist das heulen? Mhm. Ich glaube, sie weint, so. Ja. Hier ist sie. Oh. Was macht die denn hier? Geht's Ihnen gut? Ich weiß es nicht. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Es? Sie meinen er? Nein. Es. La Jungla. Der Dschungel in Caimanes. Er wurde lebendig, griff um sich und zog sie ins Inferno. Und wie sind Sie entkommen? Bin ich nicht. Es hat mich verschont. El Monstruo hat gespürt, dass ich harmlos bin. Ein Monster?
Peng. Nee, lassen wir es lieber. Also sie hat dort drüben hingezeigt. Ich denke, wir sollten mal nachgucken gehen, was sie meinen könnte. Augenblick. Also im Rahmen. Wenn sie sagt El Monstro, dann gehe ich lieber mal auf eine etwas brachialere Art und Weise vor. Auf jeden Fall ein Nachtsichtgerät oder Wärmebild anschalten. Ich schalte gerade erstmal meine Schallis ab, um mehr Schaden zu verursachen. Ja, aber vielleicht sollten wir auch so ein bisschen verdeckt bleiben. Wo muss ich hin? Da. Die Richtung hier hatte sie gemeint. Stopp! Da hinten ist eine Person. Dort auf dem Weg? Auf dem Weg. Auf der Straße. Zivilist. Ja, sieht nach Zivilist aus. Ist aber auch dicht hier das Gestrüpp. Oh! Der Hausmeister hat schlechte Arbeit verrichtet. Naja, aber hier ist ein bisschen lichter. Ja. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Licht. Also nicht Licht her, sondern Licht. Negativ. Wäre schön, wenn die Sonne aufgehen würde, damit man überhaupt was sieht. Aber bei dem blättert da. Naja, also hier ist gar kein Laub über meinem Kopf. Sind das da hinten Vögel? Ich sehe die nur durch Wärmebild. Gerade irgendetwas glänzen sehen im Himmel im Hintergrund, aber. Es könnten Vögel sein. Bestätige sind Vögel. Ja. Müssen wir da hin oder was? Möglich. Wir sollten nachsehen. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass die da so kreisen. Also im Rahmen meines Biologiestudiums habe ich mitbekommen, dass sie gerne über Arzen kreisen. Ich glaube, dann will ich hier nicht weiter gucken, oder? Ich gehe mal hier auf die Anhöhe mit den Steinen. Oh Gott, was ist das? Bestätige verstorbene Menschen hier oben. Wir haben eine Art rituelle Opferstätte gefunden. Hab euch verloren? Wir sind unten am Haus. Ah, unter dir. Gott. Seht ihr Jungs das? Das war keine Machete. Zu klinisch. Zu sauber. Habt ihr das gehört? Anatomie. Wer bitte ist in der Lage, jemanden den Schädel samt Wirbelsäule aus dem Körper zu reißen? Ein schönes 3 mm Titan Messer. In meiner alten Klinik hatten wir sowas. Hier, okay. Er ist es, hier, wir haben ihn gefunden, El Monstro, da, der da. Mhm. Wenn es nur so einfach wäre. Was zum? Habt ihr das gehört? Nein, was? Nee, gerade nicht. Doch, jetzt höre ich was. Was war das? So eine Art Klicken. Ich sehe da vorne noch mehr Vögel. Sollen wir da mal rüber gehen? Wo? Ja, kann ich diese schaden. Richtung. Aber wir werden vielleicht noch mehr Tote finden. Ja, das sollten wir auf jeden Fall untersuchen. Erhöhte Aufmerksamkeit. Ich wollte gerade sagen, haltet die Augen offen. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Sollten wir mit der Drohne vorher Ausschau halten? Oh Gott, Melder hängt eine Person. Ich wollte gerade sagen, hier hängt doch was. Ich würde sagen. Natürlich. Hier hängen drei. Der Todeszeitpunkt ist gefühlt. Oh Gott. 4, 5. Wird schlecht. Ja. Tage her. Wer tut sowas? Vor allem. Wer heute? Also. Wenn ich mir uns so anschaue, hier, Enno, du bist vielleicht körperlich in der Lage, den Typen, nicht du schaffst es auch nicht, den da hochzukriegen. Nee. Wie viel wiegt der Kerl?
Ich habe Geräusche gehört. 70, auch was 80 gehört. Kilo maximal. Da hinten ist ein Gebäude auf 11 Uhr. Zweifel, dass die damit was zu tun haben, beiden. Zweifel ich auch. Fassbar. Also die Vögel drehen hier nur ihre Runden, aber ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich denke, wir sollten uns hier in der näheren Umgebung noch weiter umsehen. Wer sowas macht, muss Spuren hinterlassen haben. Hier ist hohes Gras, das ist kein guter Ort zum Verweilen. Was denn für Spuren? Irgendetwas. Der wird wohl kaum hier rangeflogen sein und wieder weggeflogen sein. Irgendwo müssen Spuren sein. Ja, das sagt mir damals bei Bigfoot auch. Und haben die nie gefunden. ich hab nicht da. Melde nur sich Kontakt zu unserem Commander. Hä? Wir bauen uns doch Wann war du bist bei mir? Oh, ja, im Dunkeln ja sehe ich das nicht. Ich weiß, dass ich einen Arsch wie eine Frau habe, aber... ja, im Dunkeln sehe ich das nicht. Aber ich meine, die wären hier unten gerade. Bist du noch bei mir? Ja, ich bin am Fluss, ja. Das heißt, irgendwie durch den Busch. Ich sehe da ein rotes Leuchten auf dem Fluss. Jetzt ist es weg. Wo ist der kleine Anleger? Ja. Was ist hier rüber müssen? Mir nach. Wir gucken nach. Schaden kannst du nicht. Da hinten rungeln die Fische aus dem Wasser. Gott, das Gras wird ja immer höher und Pflanzen immer dichter. Das ist aber auch für uns gute Deckung. Ja. Ja, oder weniger. Was ist das? Ich habe ein ungutes Gefühl. Guckt euch das Teil an. Was ist das? Also das ist... Ist das ein Raumschiff? Black Knight Satellite, nee. Oder ist das irgendetwas von diesen verdammten Kommunisten, die das gebaut haben? Das bezweifle ich. Ich glaube, das Ding hier ist ein verdammtes Raumschiff. Sieht zu fortschrittlich aus für menschliche Hände. Vor allem für russische Hände. Kommunistenschweine. Da war doch gerade schon wieder so ein Geräusch. Ich höre das die ganze Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die ganze Zeit beobachtet werden. Ich höre noch nichts. Der Wärmebildkamera sehe ich auch gerade überhaupt nichts in unserer Umgebung. Auch der optische Check ergibt nichts. Aber wenn das ein Raumschiff ist, dann muss ja irgendwas da rausgekommen sein. Oder es ist noch drin. Ich sehe keine keine Öffnung. Auch nicht. Vielleicht sollten wir die Umgebung abchecken. Es ist massives Metall. Mist. Also da hinten fahren die Fahrzeuge noch auf der Straße. Ja gut, meine Waffe ist nicht so gut geeignet für solche Aufklärung. Also zumindest mein Sturmgewehr nicht. Alter, wer auch immer hier so rumknlackert, soll man bitte damit aufhören, ansonsten flippe ich gleich los.
Okay, da hinten ist eine kleine Hafensiedlung. Vielleicht können wir bis dahin vorrücken. Ich habe hier was gefunden, Commander. Was dann? Blutflecken auf den Pflanzen. Aber rotes Blut? Es kann auch menschliches Blut sein. Ich habe jetzt keine Instrumente, um es zu untersuchen. Das Ding ist definitiv ein Raumschiff, also da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es rot ist. Ja, oder es ist tierisches Blut, dass beim Abschluss irgendwelche Tiere verletzt wurden. Ja gut, das kann sein. Oder halt irgendwelche Menschen. Wir haben ja vorhin schließlich schon ein paar gesehen, die ein bisschen, ja. Oh Gott, ich habe mich gerade so erschreckt. Es ist sehr massiv, das Blut. Es ist schon angetrocknet. Irgendwelche genaueren Spuren geben. Einmal OOC, ich habe es gerade mal auf die Karte geguckt und auf der anderen Position ist auch noch irgendwas, wenn ihr mal kurz die Karte aufmacht. Ja, bei dem anderen. Wir haben zwei Story-Einsätze. Ja. Und eigentlich müsste es drüben, hätten wir auch irgendwas triggern müssen. Da müssen wir mal gucken, dass wir da nochmal kurz zurückgehen und gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber das erst gleich, also hier triggert das halt auch nicht, das ist halt das Problem. Ja, wir müssen halt alle drei Sachen untersuchen. Es hat schon getriggert mit dieser Sound, mit dem Soundloop eigentlich. Ja, das ist eigentlich permanent. Nein, der Soundloop beim Raumschiff. Ich meine, da müsste aber auch irgendwas abgespielt werden hier. Text. Du weißt schon, wie ich es meine. Dass wir vielleicht zusammen da irgendwo eine bestimmte Position finden müssen. Ja, denke ich nämlich auch. Also zurück oder erstmal hier verweilen? Ja, lass uns erstmal einmal zurückgehen und gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben. Weil irgendwas müssen wir da übersehen haben. Aber eigentlich spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge du die drei Hinweise findest. Aber wir können gerne nochmal zurück. Müssen wir so oder so. Ja. Unser Missionshandbuch ist halt schließlich nicht eindeutig. Es gibt schließlich nur eine Überlebende, die wenig Details nennen konnte. Wo seid ihr beiden? Ja, bin am Fluss und schwimme gerade. Okay. Und ich bin gleich an der Stelle. Okay. Ja, wir sollten das zusammen machen. Ja, weil bei der ersten, da hat es doch auch erst getriggert, als wann war dazu gestoßen ist. Vielleicht müssen wir einfach nur alle hier irgendwie drunter stehen, unter den Toten oder so, keine Ahnung. Ich habe wieder einen anderen Soundfall. Ja, diese Musik. Ja. Aber hier standen wir doch. Lass uns mal schauen, ob hier noch irgendwo. Ja, die anderen beiden sind ja noch nicht da. Lass das mal warten auf die anderen beiden. Aber du sagst, dass vor uns hier werden drei abhängt. Warte, hier stand gerade irgendwas mit Untersuchen. Oh ja, stimmt. Untersuchen. Ja. Ja. Wo? Hier irgendwo. Ja, guck. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich üblen Kartellscheiß gesehen. Aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Damit ist das abgeschlossen. Gut, jetzt müssen wir wieder drüben hin und da weitersuchen. Dann war das doch untersuchen, was ich gesehen habe beim Raumschiff und nicht irgendwas anderes. Nicht ja, du hast da was gefunden. Ja, ja. Ich dachte nur, das war für eine Millisekunde eingeblendet. Dann nochmal rüber von da an und dann, sobald wir das gefunden haben, machen wir dann einfach charaktermäßig weiter.
Also entschuldigt, liebe Zuschauer, aber ihr seht ja, es ist manchmal nicht so ganz einfach. Kann sein, dass ich mal beim Spiel was umgestellt hat. Ich habe 90 Frames, ich stelle das Ding an. Was? 90 Frames? Ja. Mit oder ohne Aufnahme? Ohne Aufnahme. Ah, ich habe 79, 80, 90. Was war irgendwo hier auf dieser Freifläche. Da hatte ich das. Wo ist denn das blöde Ding? Da hinter uns ist das Raumschiff. Ja, aber ich hatte das ein bisschen dahinter. Was heißt dahinter? Wo ist dahinter? Ja, auf dieser Grünfläche, wo wir hier stehen. Na, dann wahrscheinlich von hier, wo wir gekommen sind, oder? Ja, ich würde sagen, wir drücken es noch nicht, ne? Wir gehen dann in die Runde. Hier bei mir. Ja, okay. Moment. Das hat bei mir nicht angezeigt. Ja, bei mir auch nur einmal ganz kurz. Ich bin da, aber ich sehe nichts. Dann haben wir es jetzt zumindest. Ich hab's gehabt. Okay, dann mach. So. Leute. Was zum Teufel sehe ich hier? Das ist... Ist das echt? Inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. What? Melde ungewöhnliche Geräusche. Ich hab mich gerade so tot erschreckt. Soldat, konzentrieren Sie sich! Scheiße. Okay, los. Da kommt ein Helikopter. Ah, der wird damit aber nichts zu tun haben. Ja. Denke auch nicht. Die wollen bestimmt das Ding hier einsammeln. Hey, das gehört uns. Mit dem fliegen wir jetzt nach zum Melmark. Na, mit denen werfen wir Brandbomben irgendwie über Kuwait ab. Das kann man natürlich auch machen. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Irgendwie hat einer gehört, wo der Herr geschrien hat, der Kerl? Also es kam, glaube ich, von der anderen Seite des Flusses wieder. Schon wieder? Naja, ich meine, wenn der hier gelandet ist und sich da vorne ausgetobt hat, was auch immer. Meine gesamte Ausrüstung ist mittlerweile durchgeweicht. Ja, wir müssen leider... Ich glaube, mein Schwarzpulver funktioniert schon nicht mehr. Melde ein grünes Objekt auf der anderen Seite. Grün. Ich sehe nur eins. Ja, irgendwas. Ich sehe drei, vier. Jetzt zwei. Links, Gomiot. Und dann auf den Kugel noch. Ja. Kann ich bestätigen. Ich sehe irgendwas. Wie ist die Konsistenz? Soll ich das etwa anfassen? Sieht fast so aus wie Blut. Egal, womit wir es zu tun haben, jetzt wissen wir, es kann bluten. Und wie es blutet. Wir können es töten. Naja, aber so wie das leuchtet... Ich glaube, es ist Uran 124. Meinst du? Es gibt keine Uran 1. Ja. Muss ich dich leider töten. Ah, die leuchtet. Ist auch noch was? Die leuchtet, man kann selbst einen Blinder finden. Das stimmt. Das ist doch eine Falle. Aber mehr als reintappen können wir nicht. Ja, wie hat mal mein Ausbilder gesagt, wenn man weiß, dass es sich um eine Falle handelt, dann ist es keine Falle. Melde. Tote. Kontakt. Ja. Todeszeitpunkt, das ist noch warm. Die sehen aber komisch aus, die Jungs. Das sind keine vom Kartell oder von Unidad. Aber die sind höchstens. Unsere Jungs sind's auch nicht. Die sind höchstens vor einer halben Stunde gestorben. Okay, erhöhte Wachsamkeit. Ja. Ich hab was gehört. Oh, ja, links von uns. Irgendwas raschelt hier. Hier läuft doch irgendwas mit uns mit. Das hätten wir doch mitbekommen. Schön dicht beieinander bleiben. Da. Hier ist mehr Blut. In alle Richtungen Ausschau halten. Da beim Felsen. Noch mehr Leichen. Ach, ja, egal, ich höre dir Trapsen. Ja, die sind auch vor ganz kurzer Zeit erst gestorben. Links was war das?
Also rechts von uns. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Nein. Das Werbebild meldet auch kein Signal. Dort vorne steht jemand. Ja, der Sichtkontakt mit einer lebenden Person. Was ist das? Was zum Teufel? Das macht was im Felsenhof. Charlie P. befindet sich auf 12 Uhr. Ach du. Ich hab ihn zweimal definitiv, 100%. Commander, Schuss Einsatz erlaubt? Ja, eindeutig. Wir wollen nicht so enden wie unser Kollege da vorne. Nein. Er hat ihm gerade den Schädel rausgerissen, oder? Boah. Ich hab's nicht genau gesehen. Ich hab zum Glück nicht genau hingeguckt. Das ist richtig schlecht, so durch den Zielfernrohr sieht man das alles ziemlich deutlich. Mhm. Ja, er ist ein bisschen kopflos, oder? Nein. Der Kopf ist mal dran. Aber der 4 Lehm ist da nicht mehr drin. Das sind ganz schön viele, die er bis jetzt erwischt hat. Vorne ist noch mehr Blut, also ich habe ihn definitiv getroffen. Rechts. Melde Kontakt von rechts. Eine weitere Spur. Wo? Rechts von unserer Position. Ja. Schön zusammenbleiben. Also Meldekontakt. Hab ihn zweimal getroffen. Töte es! Geht in Deckung. In Deckung. Und in Bewegung bleiben. Ah ja, Meldekontakt geht von 12 Uhr rechte Seite. Hat ein Ort Tornfeld. Man kann es nur schwer erkennen. Gibt es Wärmesignaturen auf dem Wärmebild? Ja, wenn es sichtbar ist. Erwischt. Positiv, ebenfalls. Und ganz schwache. Man sieht einen im Wärmebild einen ganz schwachen Umriss, wenn er sich bewegt. Wahrscheinlich wird irgendwie die Photonenstrahlung umgelenkt. Hinter uns! Wartet bis er steht, wartet bis er sich enttarnt und dann schießt aus eurem Ohr. Okay. Immer noch hinter uns. Ach, da verschwendet keine Munition dort. Ja. Klar, jeder Schuss ist wertvoll. Ein roter Laser. Das sind massive Waffen. Sprengwaffen, ja. Granaten. Das sind vor allen Dingen Waffen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Aber die wir gerne mal selber ausprobieren würden. Oh, ja, irgendetwas gerne. Ist an uns vorbei. Er rennt wieder in dieselbe Position zurück. In der Gruppe bleiben, Wiederbelebung sind so einfacher. Links. Er hat mit. Puh, das war knapp. Ist das echt? Was zum. Hat er sich gerade selbst getötet? Nein. Okay. Unfassbar, wie schnell der ist. Frisst die Granate, Arschloch. Hinter uns war. Die Sonne stört mein Nachtbild, auf meiner Seite. Mein Werbebildmodus. Ebenso, Sonne ist westlich von uns. Nein, östlich natürlich. Warum? Fehlerfassung? So nicht. Ich frage mich, ob dieses Ding in der Lage ist, seine Wunden selber zu verschließen. Natürlich die Selbstheilung. Nicht undenkbar. Oh fuck! Ich bin in der Gruppe.
Haben wir ihn erwischt? Mehrere Schüsse. Steh auf, Junge. Oh, oh Gott. Wow. Weg hier. Ich helfe dir, wann noch? Wow. Ich war aber definitiv in Sicherheit. Die Zielerfassung kann ich mich nicht erwischen. Danke, danke. Seht sonst noch. Wow. Okay, durch massiven Stein kommt es nicht durch. Bei uns Keller, der stand direkt vor uns. Immer noch bei uns. Komm, komm am besten hier runter. Zu den Felsen? Ja, hier unten zwischen den Bäumen. Okay, hier in diesem Tal ist. Wow! Zielerfassung, Zielerfassung. Positiv. Hab ihn getroffen. Komm. Geht's alles gut? Unser Kommando. Oh. Einer liegt hier. Achtung! Danke. Dankeschön. Ich sehe irgendwo eine Zielerfassung. Oh! Hallo? Er hat eine Kugel im Kopf, ja. Der kommt erstmal nicht so schnell wieder. Ich muss nachladen. Gott verdammt! Bin getroffen! Komm! Verdammt! Ah, Gott, ich blute! Oh Gott, ich werde sie erfasst! Kam ich nicht mehr weg. Es ist schwer, ja. Mhm. Das war ganz schön böse. Also, Katzenwache ohne Ende, ne? Mhm. Ja, ihr müsst halt jedes Mal, wenn er auftaucht, sofort gucken, wo er zielt, in Deckung gehen und raus aus der Deckung draufhalten und sofort den Kopf treffen. Alle anderen Treffer sind nutzlos. Es zählen nur Kopftreffer. Ja. Prima. Am besten nur der schießen, der halt nicht im Visier ist, ne? Ja, alle anderen müssen versuchen, in Deckung zu gehen. Ihr müsst halt wirklich gucken, in Deckung, Bewegung und das alles halt permanent. Ja, ja, halt sobald du... Bitte? Sobald du anvisierst wirst, die Füße das in die Hand. Ja, ist eigentlich schon vorbei. Du musst dann wirklich gucken, dass du hinter irgendeinem Stein oder Baum oder was auch immer sofort in Deckung gehst. Ja, der Felsen, wo wir standen, aber der war eigentlich ganz gut. Ja, nochmal versuchen? Ja, jo. Das war jetzt noch machbar. Wie gesagt, nur Kopftreffer zählen. Naja, mit sturmiger Kopftreffer ist es ein bisschen schwer, aber okay. Ja, einfach draufhalten. Irgendeine Kugel trifft schon. Ich mache den meisten Schaden mit meiner HTI. Aber macht der auf yes. Körper gar keinen Schaden? Gar keinen Damage, der okay. Komplettpanzerung. Und regeneriert er seine Gesundheit wieder? Nein. Okay. Halt jetzt ja, weil es halt für uns ne, ja, Restart halt. Ja, klar. Oh. Ich hab. Okay, wir sollten irgendwo, wo wir eine bessere Deckung haben. Das hier ist unser Stein von eben. Welcher Stein? Rechts. Achso, ich bin falsche Person. Ups, noch. So gut war der gerade nicht. Ihr müsst euch halt eine Position suchen, wo ihr schön immer in Deckung bleiben könnt. Am besten halt um den Baum herum. Das war schon wieder knapp. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Koks-Schmuggeloperation. Bowman hat Infos über alle Hauptfiguren. Das sagen hat Nidia Flores, Ex-Schönheitskönigin und jetzt Drogenschmugglerin. Ihre rechte Hand ist der Typ namens schnell. El Boquita, ein hässlicher Arsch, der die Leute ja, jetzt arbeitet hier mein Charakter noch. Sie hat das Hirn, hier die Muskeln. Da war aber gerade noch unsichtbar. Ich hatte gerade auch Funkkontakt. Ja, bei mir redet gerade einer. Ah. Oh, Vorsicht! Vorsicht! Okay. Wo denn? Ich glaube, er kommt auch nicht durch den Bambus durch. Hab ihn getroffen. Mindestens zweiten Treffer. Das ist gut. Also wie gesagt, wenn du ihn triffst und er geht in die Tarnung und verschwindet, also verändert die Position, dann hat sein Treffer auch gezählt. Ja. Ich würde einfach mal verboten, diese Bambusseite. Kann man Bambusseite nennen? Ach, bei uns am Felsen. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Flüstert richtig böse Dinge. Sind wir noch hier? Ich höre nichts von dem. Ich sehe nur was. Hat er das gemacht? Oder Nein, haben wir eine Granate geworfen? Ich hab einen Granatenwerfer unter meinem Gewehr. So. Zielerfassung? Okay. Wo denn? Unter der Pflanze. Seid ihr alle down? Ja. Positiv. Fuck. Der hatte mich aber nicht angevisiert.
Doch, hat er schon. Nee, also Wanbord, mich hat er durch den Stein erwischt. Das war jetzt nämlich komisch. Weil wir brauchen eine vernünftige Position, dann geht das. Der Stein war eigentlich gut das letzte Mal. Also das da, davor letzte Mal. Dasselbe Stein wie gerade eben. Naja, ja, da waren diese Bambus auf der rechten Seite und die Baumreihe auf der linken. Das war schon gut. Und wo seid ihr? Ich würde sagen, diesen Versuch noch, und wenn es nichts wird, müssen wir abbrechen. Okay, okay. Mhm. Ah, da seid ihr. Wenn ihr was anderes meint, ich habe kein Problem, aber... Naja, meines Wissens, also meines Erachtens sollten wir dieses Kerlchen von unserem Planeten vertreiben. Ja, aber solange wir uns nicht in diesem Gebiet aufhalten, wird er uns auch nicht angreifen. Der würde uns somit sicher verfolgen, der kleine Bastard. Nee, der doch nicht. Ich sag immer noch, das ist ein Kommunist. Da vorne war er gerade. Sind wir aber woanders? Es ist direkt vor mir. Ja, auch direkt vor mir. Das hier ist vielleicht gar nicht so gut, weil wir hier nach oben hin kaum schießen können. Granate aufpassen. Wir sollten irgendwas, was planarer ist. Ah, es ist direkt vor mir, nördlich, da in diesem Tal. Was zum... Es hat geschrien. Mhm, aber bei mir war es nicht enttarnt. Bei mir auch nicht. Naja, enttarnt sich halt so, wenn er will, dann weiß ich. Aber auch nicht in meinem Sichtfeld. Boah, ich werde an diese... Jetzt. Guter Treffer. Achtung, er feuert trotzdem noch. Okay, wieder im Tal. Er rennt wieder vor uns rum. Sind alle bei uns? Ja. Getroffen. Erfolgreicher Treffer. Kommt, glaube ich, auf uns zu jetzt. Wieder vor uns. Er ist zwischen uns. Ja. What the fuck, hat er irgendwelche Störgeräte, dass wir ihn mehrfach sehen können? Nicht, dass ich wüsste. Hinter uns. Sehr gefährliche Situation. Immer noch hinter uns. Ich frag mich immer noch selbe Position. Hinter den Bäumen. Ja, hinter dem Baum mit den Ranken. Ich frag mich, wie viele Treffer das Vieh aushält. Wow. Irgendjemand wird anvisiert? Oh, der Commander. Wow, wow, wow. Okay, gib du ihm Wiederbelebung. Ja, ich. Auf! Aufteilen! Ist unser Scharfschütze down? Danke. Ja. Okay, ich weiß nicht seine Position. Bin bei ihm. Okay. Ich werde anvisiert. Bin down. Okay, ich mach ihn. Ich brauche Feuerunterstützung hierbei. Oh, ich weiß nicht, wen ich wiederbelebt habe. Ich habe irgendwo mein Ding reingesteckt. Was? Feuer, Feuer, Feuer! Feuer noch weg. Ich belebe unseren Scharfschützen. Okay. Jemand wird anvisiert. Shit, bin getroffen. Okay, Navo, ein bisschen, ein paar Meter entfernt von mir. Scheiße. Ich glaube, unser Scharfschütze liegt auch noch, ja? Ja. Oh Gott. Und wir erstmal versuchen. Oh, Vorsicht! Komm schon, du schaffst das! Ich wollte ihn jetzt erst einmal ablenken. Okay. Ja. Du bist wieder da. Mehrere Treffer. Habt ihr Position verloren zum. Wir nennen das Ding einfach mal Predator. So wie der uns jagt, ja. Oh, ich werde anvisiert. Oh. Junge. Was schmeißt du da hier? Oh, hier werden Granaten geworfen. Anvisiert. Verdammt. Am Felsen. Versuch mir Deckung zu geben. Aber auf Granaten. Vorsicht. Nein. Verdammt.
Mistvieh, komm her. Eva, du musst das schaffen. Wer ist weg? Jetzt. Ich kann doch nicht. Halt durch, Jungs, ich bin gleich bei euch. Mein Leben entschwindet mir. Da war die Position, wo wir gelegen haben, ungünstig. Ja. Ja, das stimmt. Wir waren auf der erhöhten Seite des Felsens. Ich hab den Damage an ihm gesehen. Da war nicht mehr viel. Mist. Wenn ich auf meinen Sniper Rifle hätte wechseln können, wäre er dran gewesen. Komm, ein Versuch noch. Ja, einen haben wir noch. Sind wir erst bei 40. Überlänge für die Zuschauer heute. Eine Stunde. Ja, wir können ja auch einen Cut machen. So ist es nicht. Wir können auch alles zwei Stunden Folgen machen. War das erste Mal. Ja. Huch, wie bei GTA 5 in der letzten Heist-Mission. Ja, da war ich leider nicht dabei. Moment, wartet mal, Leute. Ich muss was wechseln. Ja, ich hab mittlerweile auch meinen Schalldämpfer runtergemacht. Ja, das sowieso, aber ich wollte gerade. Maschinenpistole, leichtes Maschinengewehr. Warte mal gerade, ich hätte noch am. Oh Gott, ist. Ja, der ernsthaft, die AK ist der einen Mission. Die hat zumindest höheren Schaden. Schaut so mal was mit einer dickeren Wumme mit ein bisschen mehr Feuerkraft. Ja und was? Sag mal, ja. Schick! Ja, die aus der Mission, die hat aber den meisten Schaden. Das LMG? Ja. Ich habe auch das Casino LMG, das ist gut. Ja, das hat richtig schön viel Feuerkraft unterm Arsch. Wie gesagt, draufhalten ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Und wenn ihr seht, ohne Nachtsicht, wenn ihr seht, wie viel Blut an ihm dran hängt, dann wissen wir, wie weit es ist. Er müsste im Oberkörper fast komplett blutverschmiert sein, bevor er stirbt. Wir können ja versuchen, irgendwelche RP-Prozentwerte zu machen. Ja. Naja. Ist aber schwer. Ja. Ich glaube, 50%. Wir haben ihn zur Hälfte geschafft. Ist dann 50%. Aber das kannst du ja immer noch schwer einschätzen. Wir haben ja auch schon das Problem, dass manchmal einer den sieht, obwohl der andere nicht zu sehen ist. Er kann sich quasi verdeckt irgendwo hin projizieren. Das ist halt genau dasselbe wie mit dieser blöden Sprache, die du an der Nase lang bekommst. Aber mehr halt auch nicht. Aber er enttarnt sich halt immer an derselben Stelle. Was aber wir machen müsst noch, wenn einer von uns fällt, müssen wir gucken, dass die anderen, einer versucht wiederzubeleben und die anderen versuchen, den abzulenken. Ja. Ja. Nicht versuchen, alle wiederzubeleben und vor allen Dingen nicht auf einem Haufen sitzen. Schön aufteilen dann und Decken und Deckung suchen. Vielleicht sollten wir das wirklich machen, dass nur ich versuche, wiederzubeleben. Was machst du, wenn du fällst? Das ja, halt das ist dann was anderes. Genau, so, gucken wir einfach mal. Und, wenn Vanwa fällt, dann belebe ich wieder, weil ich nicht so gut bin mit dem Ablenken und Schießen und so. Ich habe irgendwie nicht die Reflexe. Okay. Und gut, dann zurück. Ab wieder in den Charakter und auf geht's. Okay. Wir kriegen ihn beim ersten Versuch, sage ich euch. Jetzt habt ihr ihn. Gejinxt. Das ist das Kerlchen da oben. Ja, ich habe keinen Kontakt. Töte es! Also, ich habe schon mal gut reingesprayt. Ist das echt? Oh, Such Deckung. Projektion bei mir. Wo seid ihr? Ich hab euch verloren. Ich bin hinter links von dir. Okay. Ich halte mich links von den Felsen an den Bäumen auf. Links von den Felsen an den Bäumen, ja. Mhm. Positiv. Gute Idee. Ich bin hier drüben. Ich stoße zu unserem Scharfschützen. Ich versuche auch zu euch zu kommen. Habt ihr Kontakt? Positiv, aber er ist wieder weggelaufen nach links. Negativ. Ich habe nicht gesehen, wo der Scharfschütze geschossen hat. Ja, positiv, sehe den Kontakt, läuft über die Freifläche. Kerl springt doch hier Bäumchen hoch. Enno, wo bist du?
¿Cómo está, bitches? Immer noch an den Säulen. Allein war mit Franken. Ja. Direkt hinter dir. Ja, was? Ach, da. Ja, oben auf der Links. Okay. Wow! Irgendwas hat sich entfernt. Ja, ja, ja. Er hat dahin gezielt, wo unser Soldat Enno ist. Nicht gezielt. Wow! Enno befindet sich quasi auf der Ebene über uns. Ja, er hat auch gerade irgendwelche Granaten geschmissen. Bin schon wieder anvisiert. Auf jeden Fall hat er irgendwas geschmissen, was. Den hab ich gesessen. Hat seinen Weg gewechselt, ist jetzt unter diesen Lianen. Da hinten befindet sich Munition, sehe ich gerade. Er hat wieder mich. Ich bin in der Kamm und krieg den Felsen. Er hat einen Felsen. Oh. Ja, positiv, positiv. Und der Scharfschütze. Hab ihn getroffen. Okay, ich benötige Hilfe. Er hat wieder mich. Okay, unser Schauschütze schafft das. Ich werde anvisiert. Komm her. Wege beim Schauschützen. Versuch's. Wenn er nicht mich anvisiert, kann ich auch nichts machen. Wir sind nicht an. Oh. Oh Gott, meine Retterin ist gefallen. Ich brauche Hilfe. Okay. Ich versuche sie wieder zu beleben, sobald er das nächste Mal auftaucht. Erstmal mir hinten. Okay. Na wo? Du schaffst das. Oh, verdammt. Und wo? Scheiße, beide sind down. Mist. Machst du oder soll ich? Er hat mich. Ich bin dran, aber er tarnt sich hier alle Nase lang. Ich krieg ne Bombe. Gelände okay. Ist optimal. Oh! Und wieder. Bin dran. Verdammt, das war knapp. Bin dran. Okay. Ich geb Schutz. Jetzt! Nicht jetzt? Lebt der Commander wieder, ja. Ja. Bisschen okay. Mehr Entdeckung. Okay, hier in diesem Tal ist vielleicht gut, da sind wir von zwei Seiten geschützt. Ich sehe nur unseren Scharfschützen gerade. Jetzt. Ich bin am Stein. Auch unser Commander. Enno habe ich nicht mehr in Sicht, ich werde anvisiert. Das scheint überzogen zu haben. Ist das echt? Direkt bei mir war. Ja, positiv konnte ich bestätigen. Ist hoch in den Bäumen. Hauptsache er kann nicht von oben angreifen. Ist wieder an unserem Commander vorbeigelaufen. Bestätige auf meiner Seite. Was ist deine Seite? Die mit dem Bäumen. Ah, die erhöhte Ebene. Ich glaube, unser Enno ist gefallen. Hier, Dio. Wow! Ja. Wow. Oh, wow, 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 wow! Wow! Ich hab ihn getroffen. Ja, ja. Seid ihr beide getroffen? Ja. Positiv, wir liegen alle. Nicht, wie ich zu euch hinkomme. Warum? Oben der Ebene. Scheiße. Oh. Komm mich nicht schnell genug ducken. Dieser Typ, ja. Das war aber auch, weil Reaper und ich gleichzeitig down durch sind durch das Ding. Hm. Irgendwie ist hier auch nicht so richtig die optimale Position, weil das ist super doof gewesen mit der Kuppel da oben. Weil da oben ist man echt wie so ein Präsentierteller gewesen. Es ist halt wirklich, man muss neben in so einem Stein stehen oder in irgendeinem Baum, wo er halt nur von einer Seite, der darf nur von einer Seite angreifen können. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Das Problem aber war, oder da ist noch ein Fehler vom Spiel aus, er hat mich nicht mehr anvisiert. Der Laser war weg, aber ich wurde trotzdem getroffen. Ich stand hier nur im Baum. Ja gut, das Ding fliegt um Ecken, ne? Das ist die Zielerfassung von dem Teil. Ja, schrei nicht rum. Ich lass uns aber mal kurz das Gebiet
aus der Ferne auskundschaften, ob wir nicht eine bessere Posi finden. Also die Steine hier vorne finde ich ganz gut, weil das ein so ein Steinkreis ist. Die großen, rechts. Ja, die großen, genau. Ja, das sind doch die, wo wir gerade schon standen, oder? Ich glaube, das waren die, wo wir gerade... Nee, wir waren da hinten bei den zwei Bäumen, ein Stückchen weiter, da wo die Felsen sind. Okay. Da habe ich festgestellt, die Bäume sind so eng beieinander, dass man nicht zwischen den Bäumen durchpasst. Das ist richtig kacke. Wie wär's denn, wenn wir uns auch hier, wenn wir das hier mal in Betracht ziehen, diese Bambus... Ich glaube, da kann er durchschießen, oder? Ich befürchte es, ja. What the fuck? Wir können ja nichts machen, aber der... Warte mal, wir können hier auch so ein bisschen... um das Gelände rum, dann können wir vielleicht auch von hinten gucken, wie das da aussieht. Also solange wir nichts triggern, dass die anfängt, die... Also von hier, wo ich lang laufe, haben wir ungefähr noch 5 Meter bis zu dem Radius, wo die... Also lassen wir nochmal 5 Meter extra. Solange wir alle bei uns bleiben, weil der Scharfschütze ist weg, glaube ich. Ja, ich bin links rum. Ah, okay. Hauptsache nicht zu nah ans Wasser. Nimm die Abkürzung durch die Mitte. Aber das sieht das hier auch nicht juckt. Die juckt das nicht. Aber das Blöde ist, von hier aus können wir überhaupt nichts sehen. Ja. Nee. Also wir dürfen so, nichts nehmen, wo er auf einer höheren Ebene sein kann. Das wäre tot. Ja. Wir müssen ein bisschen Längskurve, glaube ich, machen. Ich glaube, hier sind so ein bisschen mehr Bäume. Ja, aber mehr weniger Bäume Felsen. Heißt auch, wir sehen weniger. Aber wir brauchen auch Deckung, das ist alles. Ja. Hier sind 3 Bäume auf einmal. Du meinst der, diese Reihe? Oder was meinst du? Ne, die da vorne. Ja, wir sind schon wieder ein Stück zu weit weg von dem Kreis. Oh. Ein Stückchen dicht daran. Die Folge, wenn man aus dem Gebiet rausgeht, verfolgt ihr einen dann? Nein. Also er verfolgt dann ein kleines Stück, sobald man ihn getriggert hat. Aber guck mal, hier vorne sind einige Bäume, aber ist auch kritisches Gelände. Ja, also das ist halt zu die offen. Stelle, wo ich obwohl, ja, das könnte so sein. Nee, das ist super weg. Unser Problem, Deckung und Höhenunterschiede. Ja. Ja, Höhenunterschiede sind aber gar nicht so schlecht. Ja, doch, tu das mal. Achtung, einer rennt da gerade rein. Reaper, ja, du bist im Kreis drin. Ja, ja, ich hab den auch den ganzen Zeit rechts von mir, also so ist es nicht. Ja, trotzdem. Nicht Trigger. Den haben wir schon getriggert, das Geschrei vorhin. Der ist nein. Relativ. Nein, nein, nein. Wenn wir in dem Kreis drin sind, dann taucht er erst auf und enttarnt sich bei uns. Um jetzt mal nicht hier RP zu machen, wenn wenn alle reinrennen und einer wieder aus dem Gebiet rausrennt, würde da dann trotzdem noch aktiv bleiben. Ja. Aber das wäre keine gute Strategie, weil dann wäre der, der im Kreis rennt, sehr schnell tot. Nee, ich meine nicht im Kreis rennt, sondern der auf den Kreis rausgeht. Dass einer in der Safe-Position bleibt. Wobei, dann hat man einen Mann weniger Feuerkraft. Ja. Genau das ist das Problem. Und du hast ja gesehen, du brauchst fast 300 Sekunden, um dich halt selbst wieder zu beleben. Mhm. Ist die Frage, kriegen wir es hin, dass wir 5 Minuten lang mit einem Mann weniger zurechtkämen? Nein. 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 Was? Jetzt hast du es doch getriggert, weil du genau in die Mitte gerannt bist. Da aber die scheiß Waffendings, dann sagt das doch einer. Ja. Okay, dann. Ich spiel ein bisschen. Ins RP und dann mal versuchen was. Vielleicht also, ist wilde Taktik. Vielleicht ist keine Strategie auch die beste Strategie. Möglich. Vielleicht solltest du einfach mal den Mund halten oder heilen. Ja, das könnte auch sein. Ich laufe jetzt trotzdem mit Nabu, weil eine Gruppe ist trotzdem besser. Ich kann dies doch nicht. Ach, das seid ihr. Ich bin immer noch ein bisschen abgeschlagen. Wann war hinter uns? Hinter uns. Hier ist, glaube ich, ein gutes Plätzchen. Hier sind dicht zusammenstehende Bäume und Felsen. Ja. Ja, ich bin schon down. Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Bleib weg vom Schlauch. Bist du hinterm Bambus, Nabu? Was? Ne, ich bin hier. Reaper, holst du Enno? Ich bin am Rennen. Wenn du es nicht schaffst, ne, 5 Minuten. Was? Jetzt hat sich ein Schuss gelöst. Ich hatte die Hand nicht mehr auf meiner Maus. Ich lieg da hoch. Jetzt schon die Granaten? Anscheinend. Kommen die nicht erst nach einem gewissen Schaden?
eigentlich schon. Und ich habe das übrigens eine Disc, die er da wirft. Oh, eine Blue Way. Wet Way natürlich. Also eine Smart Disc, die er da durch die Gegend wirft. Okay, durch die Bäume. Die Lücke ist zu schmal. Oder wir zu dick. Beides möglich. Fat Shaming. Also bei uns ist das Ding nicht, sind wir im Kreis? Ja. Ja. Ah. Mehr als die anderen. Macht zumindest den roten Punkt auf mich drauf. Sollen wir rüberlaufen? Nee. Greift ihn an. Ja, nur wo? Wir werden sehen. Ich habe ihn noch kein einziges Mal gesehen bisher. Ich glaube, der taucht hier gar nicht auf, der schmeißt nur die Scheiße rüber. Ja, ich glaube auch. Ein bisschen näher rein, ne? Ja, wir gehen mal rüber. Da hinten ist so ein Felsen bei diesen vertrockneten Bambus. Wo ich hingehe. Hier ist auch schön mit dem Bohren. Oh, das stimmt. Das ist gut. Machen wir das doch. Es gab halt eine schöne Stelle, wo es quasi drei Steine gab. Und er ist immer auf den Steinen aufgetaucht. Jetzt haben wir die Disc auch zum ersten Mal gesehen. Wirft davon. Das Ding ist noch böser als das Plasma. Ja, aber diese Disc fliegt mit einer Geschwindigkeit von 0 km/h pro Sekunde. Ja, was für eine Einheit, ne? Ja, genau. Wir sind jetzt bei 55 Minuten, sollen wir wirklich mal einen Cut machen? Nein. Ich meine nur. Nein. Das, dann ist das Hochladen schöner. Ich kann dich sehen da hinten, hallo. Ja. Genau, ich sehe dich nicht. Ist es? Ja. Ah, ich sehe den Strahl! Ja, ich jetzt auch! Ja, er sieht den Strahl. Naja, also. Ja. Das kommt jetzt. Das sind die Take-Offs. Eine Stunde verkacken. Ja, ist ja nicht ganz, ne? Der Anfang der Mission war ja das Hinlaufen, ne? Ja. Jetzt darfst du doch mal eine halbe Stunde verkacken. Das wird so ein 15 Minuten zusammengeschnitten, wir haben es auf Anhieb geschafft und dann fast. Also das darfst dann du zurechtschneiden. Und zwar bei allen. Ich hab kein Schnittprogramm. What? Ja, ehrlich. Mein Renderprogramm macht das für mich. So, okay. Was hattet ihr für eine Stelle jetzt herausgesucht? Müssten wir quasi, wir können einmal schräg durchrennen. Aber, also, theoretisch, solange wir zusammenbleiben, können wir ja auch einfach in den Kreis reinrennen und uns die schönste Position aussuchen. Wir müssen halt nur schnell sein und immer schön Deckung suchen und zusammenbleiben. Nicht so wie gerade. Ja, zusammenbleiben ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste von allem. Also keine 5 Meter Entfernung voneinander zu haben. Ja, doch, ein bisschen Abstand musst du haben, weil die Plasmakanone da geht. Ja, das stimmt. Das ist halt okay. Sprengung. Na dann, sag mal an, wohin. Wollen wir jetzt nicht wirklich doch einen Cut machen? Nee. Oder ja, dann machen wir 1,5 Stunden vorhin, finde ich gut. Also wie ihr wollt. Ja, ich lade also das hoch. Ich hätte jetzt gerne einen Cut gemacht, weil ich würde halt gerne eine neue Folge damit anfangen. Okay. Damit man es halt notfalls wirklich wegschnibbeln kann. Okay, meinetwegen. Moment, aber dann würde ich wenigstens noch knapp 1,5 Minuten warten, dann haben wir wirklich eine Stunde. Das ist nur fürs Feeling. 59 Minuten. Lass doch weiterlaufen. 59 Minuten wirkt viel länger als eine Stunde für den Zuschauer. Jetzt genau. War es nicht die Steine hier vielleicht? Nee, ist auch nicht schön. Oh, das ist eigentlich die Stelle. Jetzt haben wir es getriggert. Hier sieht es schön aus. Wir haben es getriggert, ja. Tut es! Wenn ihr herkommt, hier ist es glaube ich schön. Wo ist denn hier? Ja, rechts hier. Von euch. Ach da. Naja. Hier sind viele Steine und viele Bäume. Wir können es mal versuchen. Steine müssen doch hoch sein, ne? Deckung. Also sind hoch genug. Aber. So schnell es geht dunkel. Er hat kurz den Taunt bei mir. Das Problem ist, wir sind nicht von drei Seiten geschützt, weil der kann uns bestimmt darüber anvisieren. Gut. Das Gefühl, der greift den an, der zuletzt Schaden gemacht hat, kann das sein? Ja, möglich. Could it be? Davon? Können wir jetzt sehen, wenn er so geht.
Jetzt habe ich eine Stunde. Jetzt bin ich glücklich. Mach dir doch mal Ei. Er ist direkt vor mir. Ich könnte den Nahkampfangriff machen. Naja, bei dem Taunfeld hat er gerade hier da oben ein Energieschild, dass die hier liegt. Das ab. Okay, das war komisch. Der riecht bestimmt ganz schlimm aus dem Mund. Enno, kannst du Deckung geben? Oder? Okay. Ich versuch's schon ab. Vorsicht, Vorsicht! Was war das denn? Entdeckung, Entdeckung. Erstmal weg hier. Wo ist meine Navo? Hinter mir, genau dort. Navo liegt. Wir müssen uns erstmal sichern hier. Mit nichts. Keiner, der will mit mir auf Tuchfüllung gehen hier. Mit dir, okay. Wir müssen uns erstmal beim Medic. Schließe nochmal. Okay, dann kann ich die Navo machen. Die gerade draußen gegangen ist. Gib mir Feuerdeckung. Hab ich. Das tut immer okay, dann mach ich noch. Scharf schützen. Weg. Ja. Vorsicht! Oh, das. Die ist zum Glück am Felsen abgeprallt. Treffer! Los! Ich geb mein Bestes. Ich hab Schritte gehört. Okay. Ich mach Reaper, sobald es sicher ist. Wow! Das war knapp. Vorsicht schon wieder! Es ist über meinen Kopf hinweg! Treffer! Ich geh zum Medic. Na. Komm. Sehen nicht. Er hat mich! Oh, das war knapp. Das waren wir bei. Gut getankt. Hab ihn. Ja, aber. Hinter dir. Hier geht. Komm. Ich weiß nicht mehr, wen er wiederbelebt. Nein. Oh Gott, die Last auf meinen Schultern. Ja. Das ist jetzt blöd. Da kommt er doch von hinter dem Baum. Gott, hinter dem Baum. Ah. Kannst, wenn du gerade wiederbelebt worden bist, kannst du einen Schuss tanken. Okay. Nein. Enno! Du musst mir nur Feuerschutz geben. Okay, Moment. Ich will das Ding einmal sehen und dann los. Überall heilen, was ist denn das? Vorsicht! Ja. So war. Da ist immer noch der Kopf! Der Kopf! Der Kopf! Aber, oh Gott! Links vom Baum! Austraden und schießen! Schießen! Er ist da immer noch! Du musst ihn treffen, damit er abhaut! Links! Ja! Ja, jetzt ist er erstmal weg! Los! Selbst ich hab das schon beim ersten Mal begriffen! Ja, ich hab versucht euch zu helfen! Ich bin Medic! Weg! Na toll. Geht in Deckung erstmal. Wo ist er? Siehst du ihn? Ja, er steht an derselben Stelle. Aber du kannst Wanwa erstmal wiederholen. Hol erstmal Wanwa zurück. Bleib hinterm Baum. Ich bin in einer guten Deckung fürs Wiederholen. Wie hast du das denn überlebt? Denke ich mir auch gerade, what the fuck? Das war direkt an seinem Kopf, das blaue Ding. What the fuck? So, dann gibst du mir Feuerdeckung, ich mach die Wiederbelebung. Soweit ich es geschafft habe, was soll ich da ist. Links vom Baum. Ist das echt? Nein, das ist nicht echt. Ja. Sasat. Danke. Oh Gott, oh Gott. Fuck. Oh Gott, ich kann nicht mehr zukommen. Wow. Nicht schon wieder. Ich glaube, der Tipp mit dem Felsen und der hat mich Felsen getroffen. Eigentlich? Ja, also. Oh. Hier ist einiges buggy. Hacker. Nee, nicht Hacker. Ubisoft-Spiele. Das ist wahr. Ja, aber das so, war jetzt ja. Aber ein Cut, wa? Das war ja eh ja, so eine ja. Versuchsrunde nur. Ja, ja. Aber die Stelle war gut. Aber ich würde sagen, wir machen es nicht noch weiter, weil wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde rein mit dem Kampf versucht.
Ja, deswegen ja die nächste Folge, ne? Da, die heißt dann, wir schaffen es auf Anhieb. Ja, wir schaffen es, dir einen Kopfschuss zu geben. Ja, dann mit diesem etwas brachialen und extrem langen Folge, ja, hör auf zu schreien, du bist gleich dran. Sagen wir mal Tschüss und wir melden uns wieder, wenn wir ihn erledigt haben. Bis dahin, tschüss. Das war auch noch. Tschüss.